Ja, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Tutorial. Und heute ist es wieder ein Photoshop-Tutorial. Ich möchte nämlich zeigen, wie man Wasserzeichen mit Photoshop erstellt. So, eigentlich geht es ganz schnell und ganz einfach. Zuerst suchen wir unser Bild aus. Das habe ich ja hier schon gemacht, diesen netten Baum. Ich komme ein bisschen zurück hier. Und jetzt wollen wir ein Wasserzeichen reinmachen, wenn wir es zum Beispiel für Facebook hochladen. Weil Facebook hat ja die Rechte an den Bildern, die man hochlädt. Wenn man Wasserzeichen reinmacht, dann haben sie die Rechte an dem Bild mit dem Wasserzeichen, aber sie kriegen das Wasserzeichen nicht mehr raus und können so das Bild nicht verkaufen, ohne dass man das Wasserzeichen sieht. So, dazu gehen wir jetzt auf unser Text-Tool und machen hier erstmal einen großen Text. Dann nehmen wir mal 250, je nachdem wie groß euer Bild ist. Das reicht nämlich zum Beispiel hier nicht. Da muss ich wohl 2500 nehmen, weil es derzeit mit einer Spiegelreflexaufnahme und daher ein bisschen größer ist. Jetzt, dieser Font reicht mir. Dazu können wir jetzt zum Beispiel irgendwas reinschreiben, weil es mir wollen. Ich gebe jetzt Copyright ein. Tonconic. Also, wenn man nicht weiß, wie das Copyright-Zeichen geht. Das macht man, indem man, Moment, 1000 mache ich mal. 1000. Wie das Copyright-Zeichen geht, dazu muss man Alt gedrückt halten und dann im Ziffernblock 0169 eingeben. So, jetzt haben wir hier unseren Font, das können wir eigentlich so grau lassen. Wenn wir auf Deckkraft gehen rechts, dann kann man hier halt das runterstellen und dann muss man die Deckkraft halt einfach ganz weit runterstellen, dass man das halt hier so sehen kann. Ist jetzt hier halt ein bisschen schlecht, jetzt sieht man das nur ganz leicht hier. Wenn ich jetzt schwarz nehme, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das größer wird, wenn ich schwarz nehme. Ja, jetzt sieht man es besser. Jetzt habe ich schwarz gemacht, jetzt sieht man es einen Tick besser. Also hier, jetzt sieht man das richtig. Man sollte es dahin machen, wo man halt das richtig sieht. Hier hinten ist halt das Copyright-Zeichen, das T und das C und sowas alles hier. Man kann das halt so positionieren, wie man will. Auch zum Beispiel hier, das sieht auch sehr gut aus. Ich würde es dann so machen, obwohl jetzt hier auch die Gefahr ist, wenn man so macht, dass es geklaut werden kann, weil dann nehmen sie einfach den Ausschnitt von hier. Deswegen würde ich das immer so mittig wie möglich machen. So hier, und weil das, wenn man das halt ein bisschen regulieren will, dann kann man auch so machen, dass man das mehr sieht. Muss man halt selber wissen. Aber zum Beispiel so, und dann können wir speichern und das war es dann schon. Also relativ einfach, das Wasserzeichen. Man könnte das jetzt auch mit STRG T zum Beispiel transformieren, dann könnte man das hier so schräg stellen, wie man das halt möchte. Und das war schon das kurze Tutorial, einfach eigentlich ganz easy. Und dann bis zum nächsten Mal.